Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr auch schon wach seid, heute bei diesem tollen sonnigen Tag. Wir sind jetzt hier. Was ist denn jetzt los? Was parkst du denn hier? Ja, Entschuldigung, dass ich mich hier hingestellt habe. Ja, was machst du denn überhaupt hier? Ich wollte unseren Zuschauern heute ein bisschen was über den neuen e-tron erzählen und jetzt guckst du mich hier von der Seite an. Ja, aber e-tron hast du doch schon mal erzählt. Das kommst du doch nicht darum. Und warum bei uns? So viele technische Highlights, die es hier gibt, die muss man doch in Ruhe mal erklären. Okay. Was ist denn hier los? Hier, was macht ihr denn hier, Kollegen? Wo fährst du denn rum früh morgens? Das wollte ich euch fragen. Habt ihr nichts zu tun oder was? Erstmal ganz gemütlich Kaffee holen morgens um 9:30 Uhr, ne? Jeden Morgen. Das ist ein Leben, Mensch. Was treibt ihr? Ja, ich habe Christian auch gerade gefragt, warum er hier bei Skoda rumsteht mit seinem e-tron. Ich wollte heute ganz in Ruhe mit meinen Zuschauern hier mal was über den neuen e-tron erzählen. Und dem fällt nichts Besseres an, als mich hier wegzuhupen von der Seite. Interessiert das überhaupt einen, der neue e-tron? Ja, aber natürlich, deswegen. Was ist das da? Das ist der Kodiak RS. Na, da werden wir aber gleich mal gucken, was die Dinger so können, oder? Ja, was hast du da für eine Kiste mitgebracht? Das ist unser neuer Touareg. Den gibt es schon seit einem Jahr, aber gegen die beiden kann der locker mithalten. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, nach der ersten kurzen Aufregung, ich wollte mal kurz vorstellen, den Kollegen, der mich eben von der Seite so nett begrüßt hat, das ist der Jan Auser, das ist unser Verkaufsleiter für die Marke Skoda. Hallo. Und der Kollege mit dem Kaffee in der Hand ist Dirk Buchinski, der Verkaufsleiter für die Marke VW PKW. Und ich selbst, ihr habt es vielleicht am e-tron erkannt, Christian Munsch, ja, zuständig für das Thema Audi Neuwagen bei uns in der Autobach-Unternehmensgruppe. Der ist nicht so groß, wie er so scheint. Ich glaube, wer soll da drin sitzen? Komm, zeig mal, was die Kiste ist. Mach doch mal die Tür auf, dann kannst du mal sehen, was da für ein Platz drin ist in dem Auto. Und was hast du jetzt? Da sollen drei Erwachsene sitzen. Wie soll das denn funktionieren? Geht doch nicht. Passen noch keine drei Leute rein. Das werden wir jetzt gerade mal austesten. Ich habe ja noch zwei Mädels dabei. Mädels, lass uns mal kurz ins Auto setzen. Nimmt mal Platz. Geht ihr da vorne oder was? Macht ihr da hier? Ja, das ist aber nicht so gedacht. Da gehe ich in die Mitte. Jungs, da bleibt uns jetzt nur die Rückbank. Das ist ja jetzt schon eng. Es macht doch mal ein bisschen langsam. Dirk, du musst noch ein Stück rutschen. Ich kann nicht mehr. Ich muss auch den Kopf schräg halten. Ich kann nicht mal aufrecht sitzen hier. Boah, ist da ein Platz in dem Auto. Guck mal hier, Tür zu. Also lange Strecke möchte ich mit euch nicht fahren. Warum nicht? Ab an den Gardasee, würde ich sagen, oder? Anschließend habe ich einen Hubschrauber-Landeplatz. Guck mal hier, die Kopffreiheit. Die Kopffreiheit ist sensationell. Sensationell. Gut, vielleicht sollten wir gleich mal den Kodiak probieren. Ja, vielleicht, ist das, dann, vielleicht ist das doch nicht die Paradedisziplin im Vergleich des e-tron. Vielleicht sollten wir uns mal den anderen Kandidaten anschauen. Hast du mehr Platz, wenn du kein Panoramadach hast? Tatsächlich etwas mehr Platz, aber das schon wird wahrscheinlich, doch bei dir könnte es gerade passen. Hm. Du wirst 4-5 cm gewinnen am Kopf. So, was habt ihr jetzt noch für Karren dabei? Sollen wir uns die mal angucken im Innenraum, wie die passen? Wenn ihr wissen wollt, was Platzangebot ist, das Ding jetzt so viel größer ist als der e-tron. Soll ich wieder in die Mitte gehen? Machst du ja hier einen riesen Wind. Du wieder in die Mitte. Ja, geh mal in die Mitte. Wir machen jetzt auch gleiche Verhältnisse für alle. Ja, ja, ich sehe schon, das ist auch nicht besser als beim e-tron. Naja, also ich sitze zumindest sehr aufrecht. Das stimmt, ja. Die Frisur ist zwar nicht gut, aber die ist auch nicht zerstört anschließend. Gut, aber kuschelig ist es trotzdem hier hinten drin. Und wenn ich euch besser leiden könnte, würde ich mit euch auch länger hier drin fahren, aber das ist ja nichts. Okay, dann denken wir doch mal drüber nach. Aber grundsätzlich schlecht ist es etwas mehr Platz. Schlecht ist wirklich nicht, hast du recht. Das stimmt, muss ich sagen, ja. Also auch was den Kopf angeht und was die Seiten angehen, sind das Auto einfach etwas breiter. Hab ich doch gesagt. Beinfreiheit ist auch nicht schlecht. Habt ihr noch Termine heute, Männer? Ja, nö, ich hab ja sowieso vor, heute zu drehen, ne? Na gut, ich bin ja hier. Doch einfach an, oder nicht? Ja. Sollen wir mal mitkommen? Klar. Ja, aber dann müssen wir uns jetzt auch noch mal angucken, was der Jan jetzt für ein Auto mitgebracht hat vom Innenraum. Weil der hat ja eben auch ganz große Wellen geschlagen. Dann zeige ich euch jetzt mal den Kodiak, damit ihr mal seht, was so ein Innenraum an Platz haben kann. Da soll jetzt mehr Platz sein als in den anderen zwei. Was für ein Zwerg hat denn da vorne gesessen? Dann geht mal rüber. Ihr könnt auch gerne noch mal nach vorne. Ich glaube, der Fahrersitz ist ja bis ans Lenkrad geschoben. Ja. Nee, ich glaube, da kannst du sogar sehr gut sitzen. Und hier hinten können wir trotzdem noch spazieren gehen. Ja, also ich nenne das mal Platz hier in dem Auto. Boah, hier sensationell, muss man schon sagen. Beinfreiheit enorm. Ja, das ist ja nicht schlecht hier. Kopf. Wahnsinn. Besser als im e-tron. Im Touareg habe ich zwar ein bisschen mehr Platz, aber hier. Das sah jetzt von außen überhaupt nicht so aus. Jetzt hast du mich echt geflasht. Ja. Echt gut. Gut, und was machen wir jetzt? Ich würde sagen, auf zu Stadtland Bach, oder? Nennen wir den heutigen Tag doch einfach so. Wie
Wie kommst du denn jetzt da drauf? Hier, wir haben alle drei Zeit, wir haben alle drei Autos hier, wir haben richtig gute Produkte. Lass uns die Dinger doch mal vergleichen. Ja, dann lass uns mal aussteigen, ich habe schon eine Idee, was wir machen können. Und was sollen wir machen? Ich würde sagen, wir fahren zum Getränkemarkt runter und gucken mal, was im Kofferraum so passt. Ja, auf, dann lass uns doch mal gucken, was hier reinpasst. Wo hast du uns denn jetzt hingebracht? Hier ist ein Getränkeladen. Hier ist ein Getränkeladen. Okay. Ich habe was vorbereitet, wartet mal. Du machst natürlich keine halben Sachen, ne? Nee, natürlich. Ja, ich würde sagen, ich stelle mal einen Kofferraum. Aber bevor wir starten, möchte ich euch kurz den Jörg Hanefeld vorstellen. Ja, ein Geschäftspartner von uns. Wir sind hier beim Topshop Getränkemarkt. Mit freundlicher Unterstützung hat der Jörg uns einfach ein paar Kisten zur Verfügung gestellt. Und sind ja alle leer. Ja, macht ja nichts. Es geht ja nur darum, was ins Auto reinpasst. So. Dann würde ich mal sagen, wir starten mal, Jungs. Dann würde ich mal gespannt. Gut, also wenn es jetzt so laufen soll, dann zeige ich euch mal, was in den E-Tron alles reinpasst. Also elektrische Heckklappe ist klar, ne? Oh, da hast du doch gleich weniger Reichweite, oder? Kein schlechter Gedanke. So, dann nehmen wir hier noch schnell die Hutablage rauf. Na schnell, du stehst. Mhm. Alles behutsam, alles mit Achtung, ne? Das ist total nett von dir. Und dann haben wir natürlich auch die Entriegelung der Rückbank vom Kofferraum aus. Das heißt, wir müssen nur hier die Hebel ziehen und dann fallen die Sitzbänke vorne einfach nur seitlich um. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier reinbringen. Na dann los. Ihr habt Ideen. Ihr habt Ideen. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt müssen wir schon mal gucken, ob das hier... Aha. Oh. Ah. Ich muss ja noch ein bisschen holen. Dann holst du gleich noch eine Palette. Wenn du den Platz brauchst, dann hole ich auch eine Palette. Seid mal nicht so skeptisch von vornherein. Das machen wir gleich. So Jan, ich glaube, du kannst deinen Kollegen schon mal schicken und eine neue Palette holen. Und schon noch hast du nicht alles drin. Noch habe ich. Komm dir mal ein bisschen entgegen. Das ist total nett hier. Die letzten zwei. Oder kannst du da einzelne Flaschen vielleicht reintun? Ja, wir einigen uns darauf, dass nur Kisten zählen. Ja. So. Aber da passt doch ordentlich was rein. Kannst du mal sehen. Nicht gedacht, ne? Der ist nicht nur schick, der ist aber auch noch groß. So. Dafür fliegt gleich die Heckscheibe noch raus. So, war's das schon, oder was? Ach, die zwei noch. Ich würde sagen, eine kriegst du noch rein. Dafür musst du aber zwei auch gleich wieder rausnehmen. Ah, jetzt wird's langsam spannend. Jetzt wird's langsam spannend. Ah! Na, wartet mal, wartet mal. Kurz nachjustieren, dafür ist ja wohl erlaubt. Ist erlaubt. Jetzt rollt er mich heraus. Ja, und denk dran, du musst noch eine Gepäckraumabdeckung mitnehmen. Oder lässt du die hier liegen? Die lasse ich doch vielleicht liegen. Jetzt. Eine Klappe. Die war an den 2 cm wahrscheinlich.
Also ich darf ja gar nicht mitfahren. Ich würde sagen, du nimmst einfach zwei Kisten raus. Ja, komm. Gib doch endlich auf. Nein, dann wird es versucht. Drück ein bisschen mit. Muss man mal gelten lassen. Sensationell. So, was machst du für deine Gepäckraumabdeckung? Das habt ihr nicht gedacht. Ja, pass auf, es gibt noch zwei noch. Ich fahre ja heute alleine. Ist ja nicht so, als wäre der Beifahrersitz nach vorne geschoben. Da ist ja immer noch Platz in dem Auto. So eine Ladegutensicherung hast du auch noch nie was von gehört. Das sichert sich selbst. Jetzt macht man nicht so große Sprüche. Ich will erst mal sehen, dass die Kisten auch bei euch in die Kisten passen. Ja, du kannst du erst mal ausräumen. Das machen wir jetzt. Dafür mache ich das gerne. Kannst du auch direkt rüberräumen. Ja. Soll ich die anreichen? Dann lass uns doch mal gucken, ob die für den Kodiak reichen. Das will ich jetzt sehen. Also ohne Problem. Hat jetzt jemand mitgezählt? Also es waren alle, die da drauf waren. Wir zählen nochmal beim Ausladen mit. Das sollten wir jetzt machen. Ja, dann fange ich auch erstmal an und baue es auseinander. Okay. Ach so, natürlich. Stellen Sie bereit. Okay. Also auch hier natürlich eine Gepäckraumabdeckung zum Rausnehmen. Nicht nur Audi, sondern auch Skoda hat die Fernentriegelung von der Rückbank. So, und dann fange auch ich mal an und guck mal, ob die Kisten reichen. Ich habe alle ausladen. Das wird eh nichts. Sind wir uns auf einig. Dick, was haben wir jetzt drin? Das sind jetzt 5, Nummer 6. Hör auf. Ja. Gehst du schon auf die Rückbank? Okay. Jan, ganz entspannt bleiben. So, jetzt muss ich erst noch ein bisschen schieben. Ist schon fertig, oder was? Achso. Ja gut. Ist noch ein bisschen was da. Du solltest also noch ein bisschen Platz schaffen. Das ist nur was. Aber mach dir keinen Stress. Ich mache mir keinen Stress. Du gehst nicht in den Wettbewerb. Frei sein ist alles, Jan. Du wirst dich noch umgucken. Auf geht's. 18. So, und jetzt fertige. Ja, eine habe ich noch. Eine hast du noch und ich habe noch viel Platz. Das sind 24. Tja. Ja. Wenn es noch Kisten gibt, ich nehme noch welche. Hat er schon 24 Kisten drin und ich glaube, der könnte noch locker so, also 4 Stück, 5 Stück, kriegt er noch rein. Ja, das könnte so sein. Ja, Christian, ich würde sagen, wir haben den Getränkemarkt geplündert. Der Punkt geht schon mal an mich. Jetzt warten wir noch auf Nachschub. Schon mal Chapeau. Damit wir gucken, wie viel wirklich reinpasst. Und ich glaube, die Nummer machst du jetzt mit dem Dirk aus. Also dann halte ich mich mal. Okay, halte ich mich mal bedeckt zumindest. Mal Nachschub. Oh, geht weiter. Ja, super, vielen Dank. So, das ist Nummer 25, Nummer 26, 25. Hast du den Sitz auch nicht nach vorne geschoben? Ich hab die Sitzbank umgeschoben, okay. Und hab geladen. Ja. Aha. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, dass... passt wohl. Sensationell. Applaus, muss man echt sagen. Ja. Ich war ja schon begeistert von deinem Auto, aber das ist echt der Wahnsinn, was hier reinpasst. Was haben wir jetzt im 24 Kisten? 24. 24 Wasserkisten und das waren jetzt 29 Wasserkisten. 29. Hätte doch kein Mensch für möglich gehalten, dass das passt. Dann schauen wir mal, was der Touareg davon abnehmen kann, von den 29 Kisten. Wie bei euch müssen wir natürlich auch die Gepäckraumabdeckung rausnehmen.
Kannst du auch drin lassen, da passt eh nicht so viel rein. Ja, eben, das kannst du dir eigentlich sparen. Der dritte Platz ist sicher. Du wirst dich wundern. Ihr werdet euch wundern. So, auch umklappen haben wir hier von hinten. Das ist keine Erfindung von euch, das haben wir auch. Ja, okay. Einmal. Zack. Guck mal, der rentiert sogar. Die Rückbank. Nicht schlecht. So. Seit 10 Jahren werde ich ja immer 42 schon und da ist man ja ein bisschen älter und wir haben hier eine ganz tolle Funktion mit der Luftfederung. Wir können das Auto um 4 cm nochmal absenken. Ei, passt mal auf. Das ist natürlich für Männer im gesetzten Alter schon was, ne? Hat Rücken. Aber deswegen passen auch nicht mehr Kisten rein. Ich glaube auch nicht. Aber es ist ein schöner Versuch, Dirk. Hier, du musst ja auch mal zeigen, was man kann. Ja. Und da kommt es vielleicht auch gar nicht auf die Kiste an. Dann fangen wir mal an. Also ich würde sagen, ja, kriege ich locker hin. Ihr zählt, ich zähle, du reichst an. Möchtest du dir einzeln geben, ja? Besser? Ja, okay. Achso, mehr Geld habe ich. Ja, eben, deswegen wollte ich nur noch mal fragen. Welchen reißt du? Ich werde deinen Rücken verantwortlich. So, das ist Nummer 5 und 6. Nummer 9. 10. Hast du noch welche, Dirk, oder ist schon voll? Ach, ich hab leider Nummer 16. Und die Nummer 20. Also Jan, ich glaube, Dirk kommt schon ein bisschen ins Grübeln. Ich hab da vorne auch Platz. Okay, dann hätten wir jetzt die Nummer 21. Jetzt schon. Ja, guck mal hier. Jetzt wird schon jongliert. Okay, also hier kommt, wäre schon mal abgeschlagen. Wow. 27. Mein Stirk. 28. Oh. Guck mal, im Handschuhfach. Im Handschuhfach hätten wir auf dem Platz. Perfekt. So, der geht nicht rein. Kriegst du es zu mit 28 Kisten? Nein. Dass die Heckscheibe platzt. Also eine müssen wir rausnehmen. Okay, dann wären es 27. Aber gar nicht so schlecht. Nee, überhaupt nicht. Absolut. Hätte er jetzt etwas steilere Heckklappe, so wie das Skoda, würden wir sogar noch die 2 rein. Die 2 reinpassen. Gut, dann gebe ich mich also mit dem dankbaren dritten Platz zufrieden. Obwohl keiner von euch vermutet hätte, dass 24 Wasserkisten nee, definitiv nicht passen. Das stimmt. Ja. Aber ich ziehe mal einen Hut vor Tuareg und vor allem auch vor unserem Skoda-Kollegen hier. Das ist schon irre. Also 29 Kisten Wasser, nichts Kleines, sondern hier wirklich 12 Flaschen mal 1 Liter. Ja? Also da ist für den Haushalt für 2 Monate gesorgt, wenn ich da mal unterwegs bin. Ja, ist auch cool. Ja, schön. Das war jetzt schon mal der erste Test. Fällt uns noch was ein? Ja, vielleicht sollten wir auch mal irgendwo abseits der Straßen fahren. Ich meine, das können wir ja auch alle mit den Autos. Das sind ja tatsächlich SUVs, ne? Ja, bin ich dabei. Also wir hatten ja jetzt diesen, ich sag mal, interessanten Contest mit den zwei Kontrahenten, was die Wasserkisten betrifft. Und ich bin echt erstaunt, dass wir in den Audi e-tron 24 Wasserkisten reinbekommen, was von außen die Silhouette gar nicht vermuten lässt. Also wir haben ein unheimlich sportliches Design, langgezogenes Fahrzeug. Und es würde wahrscheinlich keiner vermuten, den Sie fragen, passen da 24 Kisten rein, würde sagen, nie im Leben. Und wir haben es eben live gezeigt. Und wenn Sie das Auto sich von außen anschauen, sportlich elegant, würde keiner für möglich halten. Es ist ja nun mal auch kein Transporter, sondern immer noch ein sehr sportliches Auto. Also zwar nur der dritte Platz, ist jetzt erstmal so, aber es kommen noch viele weitere Contests und ich bin gespannt und auch sicher, dass wir den einen oder anderen für Audi entscheiden werden. Ja, nach der Challenge eben Innenraum war mir klar, dass ich auch die zweite Challenge gewinne. Ich bin aber tatsächlich auch begeistert von den zwei Kollegen, dass hier 24 Kisten in den e-tron reinpassen und ja, der Touareg mit 27 Kisten nur knapp hinterm Kodiaq verloren hat. Ja, aber das ist halt ein großes Vorteil von ja, den Skodas. Platz im Innenraum, Platz im Kofferraum, super variabel, ja, einfach simply clever. Ein Fazit ist, für den nächsten Getränkeeinkauf bin ich gerüstet. Jeder kennt es. Samstags fährst du mal einkaufen, denkst du, holst mal schnell ein paar Getränke, hast ein paar Sachen im Auto und da passt die Kiste nicht rein und du hast das noch, das noch, das noch. Ich hätte nie gedacht, dass hier so viele Kisten Wasser reinpassen, nie im Leben. Und mit dem zweiten Platz, hier, sensationell, kann ich super leben. Hätten wir hier keine Luftfederung,
und wir hätten vielleicht noch ein bisschen mehr Freiraum im Kofferraum nach rechts und links, dann hätte ich sogar gewonnen.